Hallo und herzlich willkommen zurück zu XCOM 2. In der letzten Folge hatten wir extremst viel Glück und wir haben niemanden verloren, nachdem wir hier den lieben, netten Dings getroffen haben. Diesen Archon-Herrscher. Hat natürlich super funktioniert. Oh Mann, oh Mann. So, die Berserker-Königin ist Diese Ergebnisse könnten sich als autopsiert. kritisch für unsere Bemühungen erweisen, Der Commander. Wie Dr. Warren Rage-Anzug. selbst in einem ihrer Forschungsberichte festgestellt hat, war es völlig unverantwortlich und geradezu irrational, diese Forschungen trotz aller ihr bekannten Risiken nicht nur für sie, sondern auch für den winzigen Rest der gesamten Menschheit zu verfolgen. Gut. Trotz einer genauen Untersuchung der modifizierten Berserker-Variante, die als Subjekt Beta bekannt ist, habe ich noch keine logische Begründung für die fortschrittliche Ausrüstung gefunden, die Dr. Wahlen der Kreatur gegeben hat, da sie sich auf ihre eigene Forschung bezieht. Ich erkenne, dass das fortschrittliche endokrine System diesen zusätzlichen Transport- und Filtermechanismus benötigt, um ein hormonelles Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, und gebe offen zu, dass dieses schwierige Problem sehr elegant gelöst wurde. Ich verstehe jedoch noch nicht, warum Dr. Wahlen mit dieser relativen Sicherheit über die theoretische Stufe hinausgehen musste. Es bedurfte jedoch keines Machbarkeitsnachweises, denn das Endergebnis war ihr zweifelsohne genauso klar, wie es mir jetzt ist. Ich glaube fest daran, dass es ihre bewusste Entscheidung war, ihre Arbeit ganz zu Ende zu bringen, wobei sie sich der Risiken für sich selbst und für alle, die auf Subjekt Beta treffen würden, voll bewusst sah. Ich bin dankbar, dass wir die Kreatur genau dann fanden, als wir sie fanden, und dass unsere Streitkräfte einen so starken Gegner bezwingen konnten. Ja, genau dasselbe denke ich mir bei diesem blöden Archon. Die Vorsitzenden sind damit einverstanden, die Überreste für einen verbesserten Rüstungsanzug zu verwenden, obwohl der tatsächliche Umwandlungsvorhergang so klingt, als wäre er in Dr. Wahlens Händen besser aufgehoben. Den Rage-Anzug. Ich bin mal gespannt, was genau der uns bringt. So, ich brauche Infos, also mache ich mal das Wir hier. werden sofort mit den Arbeiten beginnen, Und Commander. jetzt Sie hören von mal mir, wenn du nicht Soldaten zu viel weißt. anzeigen, Birn-Odin, Ausrüstung. Achso, nein, den müssen wir ja erst noch herstellen. Stimmt, da war ja was. Commander? Testbereich. Nee, war der hier? Nein, der war nicht hier. Geben Sie den Der Befehl war und wir fangen an, hier. Commander. Der war nicht hier. Hä? Bin ich jetzt total plemplem? Bin ich jetzt total plemplem? Testbereich? Projekt wählen. Da ist der Rage-Anzug. 7 Tage würde das dauern. Dann machst du das mal. Interessante Wahl. Ich melde mich, sobald wir fertig Und sind, ich würde Commander. das hier gerne nach oben tun. So, den Rage-Anzug in 10 Tagen. Fertig, davor noch die experimentelle Rüstung. Klingt gut. Eine Vorratslieferung in 2 Tagen, nämlich Bingo Bongo jetzt. Wir haben hier eine dringende Übertragung für Sie, Commander. Wir haben im letzten Monat Dr. deutliche Fergus Fortschritte gegen die Wallace. Aliens erzielt, Commander. Ich hoffe, dass Ihre fortdauernden Bemühungen weiterhin erfolgreich sind. So, sind denn hohe Alien-Wissenschaftler erzielen bei Avatar-Projekt immense Fortschritte, fügen der Fortschrittsanzeige sofort 2 Blöcke hinzu. Diesen großen Durchbruch, den müssen wir unbedingt vergelten. Vergelten, weil ich das da gelesen habe. Und ich habe nicht genug Info, um das dritte verdeckte Ereignis mir anzuschauen. Aber das soll mir jetzt relativ wurscht sein. Dr. René Fournier, ein Ingenieur. Auf den Nein, da wollte südafrikanischen ich eigentlich gar nicht hin. Hör auf, ich will dahin. Ich habe Zeit vergeudet. Also sagt der Richtige, ich habe schon so viel Zeit vergeudet, das glaubt ihr gar nicht. So. Kommunikationszentrale, Energierelais. Ich könnte natürlich hier das. Nein, wie lange würde das dauern, wenn ich jetzt hier zurück? Das wären jetzt 2 Tage. Jetzt hör auf. Doofes Spiel. So, das wären jetzt 2 statt 3 Tagen. Das wären jetzt 2 statt 3 Tagen. Wir könnten natürlich auch hier den Herrn Fournier hinzufügen. Dann wären das in 4 Tagen fertig. Hier erstmal die experimentelle Rüstung in einem und der Rage in 4. Ich glaube, das klingt sinnvoller. Gut. Hier dann
zuerst mal den Kontakt herstellen, obwohl das jetzt eigentlich keinen großen Unterschied mehr macht. Dann wären die Vorräte eigentlich sinnvoller gewesen, aber wenn ich eh schon hier bin... Gefahrgutweste. Gegen jegliche Umweltgefahren wie Feuer, Säure oder Gift. So, die Psi-Ausbildung ist fertig. Ja, neues Forschungsprojekt ist gut. 68 Informationen haben wir erhalten und hier würde ich gern die Archon-Autopsie machen. Oder? Ja, die Archon-Autopsie. Der Archon ist das Ergebnis einer aufwendigen Fusion von Alien-Biomaterial mit fortschrittlichen mechanischen Unterstützungssystemen und stellt an Alien-Standards gemessen ein außergewöhnlich verspieltes Design dar. Seine einzigartige Erscheinung versprüht einen Hauch von Autorität. Und ich kann nur vermuten, dass die Aliens ihn als eine Art Herold für ihre restlichen Truppen entworfen haben. Weil ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege, aber wenn man die Aliens autopsiert hat, dann sind die Schwächen bekannt. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist oder ich mir bloß ausdenke. Ich weiß es, ich glaube, da war irgendwie was mit Schwächen, aber ich, keine Ahnung. So. Stasis betäubt das Ziel für eine Runde, macht es jedoch immun gegen sämtlichen Schaden und alle Angriffe. Das ist praktisch, aber brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber egal. Die Psionik wird von vielen als die größte Stärke der Aliens angesehen. Jetzt können unsere eigenen Psi-Soldaten sich dieselben Kräfte zunutze machen. Hallo, Lena Meyer. So. Nee, Beförderung verdienen, bla bla bla. So, das ist gut. Inspirieren. Ich wäre einem Truppmitglied in deiner Nähe unverzüglich eine zusätzliche Aktion. Das klingt gut. Psi-Soldat ist immun, brauchen wir jetzt nicht unbedingt erzeugen. Also, dass alle organische Gegner erleiden möglicherweise Wahnsinn. Das klingt natürlich sehr, sehr toll, aber zuerst mal hier inspirieren. Klingt gut. Das klingt gut. Brauchen wir sonst noch was? Gerade eigentlich nicht. Die Waffenverbesserung, da könnten wir natürlich noch alles Mögliche hinzufügen. Allerdings ist sie gerade halt nicht so sonderlich fit unterwegs. Aber das werden wir dann sehen. In 3 Tagen wäre der Rage-Anzug fertig. Die düsteren Ereignisse, da könnte ich das jetzt aufdecken. Was haben wir hier? Treiben ihr Bauvorhaben voran und reduzieren die Zeit bis zur Fertigstellung ihrer Alien-Einrichtung um 2 Wochen. Das heißt, ich sollte mich dann um die nächsten 2 Alien-Einrichtungen kümmern. Einen Wissenschaftler. Brauche ich einen Wissenschaftler? Eigentlich ja nicht. Eigentlich brauche ich ja keinen Wissenschaftler. Eigentlich brauche ich ja keinen Wissenschaftler. Aber ich glaube, ich muss das trotzdem machen. Ist das richtig? Wo bin ich überhaupt? Ja. Ignorieren, nicht empfohlen. Evakuiere die VIP aus der Adventstadt. Ich weiß ganz ehrlich nicht, was ich tun soll. 86 Informationen ist nicht so sonderlich interessant. Wissenschaftler ist auch nicht so interessant. Ich ignoriere das jetzt einfach mal. Das ist mir wurscht. So, ich habe tatsächlich die Mission ignoriert. Neue Einnahmen, 55 Vorräte mehr. Und hier Neu-Australien hätten wir jetzt als neues Ziel verfügbar. Den Ratseinsatz könnte ich immer noch machen. Avenger berechnet neuen Kurs. Das ist sehr schön. Wie lange wird der da noch bleiben? Steht das da irgendwo? Ich habe das ganz ehrlich noch nicht gemacht bisher. Ich habe bis jetzt immer schön fleißig... Die Widerstandstruppen in dieser Region verstecken sich infolge der jüngsten Rückschläge. Der Widerstand in Westafrika wurde zerstreut, das können, bis wir wieder Kontakt aufnehmen können. Sich neu formiert haben. Das ist... Aha, jetzt weiß ich auch, was passiert. Also sollte man die Mission immer machen. Gut zu wissen.
Gut zu wissen. Das heißt, erstmal den Rage-Anzug fertigstellen. Die nahezu undurchdringliche Haut der Berserker-Königin dient hervorragend als Körperanzug und verleiht ihr sehr starken Schutz, Schadensresistenz und Mobilität. Der Rage-Anzug verfügt außerdem über einen Mechanismus, der den Adrenalinspiegel des Trägers schnell anheben kann, wodurch er sich dann mit starken Nahkampfangriffen auf Gegner stürzen kann. Das heißt, bevor ich das mir hier anschaue, lieber Brn-Odin, du ahnst es wahrscheinlich schon. Du erhältst eine neue Ausrüstung, nämlich den Rage-Anzug. Entschuldigung. Attackiert ein Feind im Bewegungsradius mit einem verheerenden Nahkampfangriff. Mit erhöhter Mobilität, mit einer schweren Waffe und brutalen Nahkampfschaden bringt das Mutons und Dings im Schaden geraten. Also normalen, das wäre mehr Gesundheit, mehr Mobilität, eine Rüstung mehr, aber der Rest bleibt gleich. Wie schaut das aus? Eklig. Wir haben nur einen hiervon, also passen Sie gut darauf auf. Nur weil Sie jetzt so aussehen wie ein Berserker, heißt das noch lange nicht, dass Sie sich nun auch genauso blind in den Kampf stürzen können. Also ich muss sagen, das schaut nicht so sonderlich toll aus, aber wir hätten Raketenwerfer für einen Brn-Odin. Brn-Odin, bist du damit zufrieden? Einen Raketenwerfer für dich ganz allein. Klingt doch gut. Warum denn nicht? Untätiges Personal, Fortschritt. Aha. Seine Klassenfähigkeiten neu auszubilden, das ist alles sehr schön, aber Daniel Jones bitte entfernen, den brauchen wir hier gerade nicht. Nicht zugewiesener Ingenieur, eigentlich bräuchten wir schon das fortschrittliche Kriegszentrum, aber ich werde mal hier, könnt ihr das in einem Tag freiräumen? Ergebnis, können sie, prima. Dann könnten wir die Schattenkammer gleich mitbauen. Helium Trümmer. Und hier dann die Schattenkammer. Könnte ich nicht, weil ich dafür nicht genügend Energie habe. Verbessern. Heliumleitung. Verbessern. Und jetzt habe ich dann genügend Energie, aber nicht mehr genügend Vorräte. Ja, natürlich. Aber wenigstens habe ich jetzt Energie. So, zwei Runden noch. Zwei Tage noch. Die Archon-Autopsie ist abgeschlossen. Fusionsklinge und Fusionsaxt. Das klingt gut. Brauche ich nicht. Die Servorüstung bräuchte ich eigentlich. Plasma-Lanze, Strahlenkanone. Ich werde zuerst mal hier die Servorüstung erforschen. Ich erwarte, dass Sie dieser Forschung Priorität einräumen, Commander. Ich melde mich, wenn der Bericht verfügbar ist. Hallo, Commander. Und hier bräuchte ich dann eigentlich noch Vorräte, die wir allerdings nicht haben. Halt, ich habe eine bessere Idee. Ich werde nämlich hier, da hätten wir noch Alien-Trümmer, genauso wie hier unten, Vorräte und Alien-Legierungen. Aber ich werde zuerst mal das hier freiräumen. Wie lange dauert das? 10 Tage. Bis dahin hätten wir dann wahrscheinlich einen Vergeltungsschlag. Ja, das ist gut. Ja, ist gut, brauche ich nicht. 123 Vorräte. Das heißt, ich glaube, ich brauchte 125. Der Markt ist offen. Haben wir hier irgendwas Interessantes? 125 Vorräte könnte ich kaufen. Mit 30 Info her damit. Beschleunigte Forschung brauche ich alles nicht. Ich werde hier mal... Brauche ich überhaupt noch was? Machen wir es anders. Erstmal zurück. Dann hier Einrichtung bauen. Schattenkammer, damit wir das Ding endlich mal haben. Hier bitte einen entfernt und da drüben hinzugefügt. Bauzeit minus 50% heißt in sieben Tagen bist du fertig. Das ist gut. Dann Gegenstände herstellen. Was könnte ich hier jetzt noch Schönes herstellen? Magnetkanone, Scheibenpistole 250 bräuchten wir für das Plasmagewehr. Leerem Phasengeschütz 250.
Energieschattenhüter 100. Nein, ich werde hier 250 Vorräte versuchen irgendwie zu beschaffen. Wir hätten einen Übungssimulator für Bradford. Nein, keine Übungssimulatoren, die sind doof. Verkaufen. Wir könnten Illyrium-Kerne verkaufen. Aber die brauchen wir. Illyrium-Legierungen bräuchten überragendes Laservisier. Brauchen wir nicht. Magazinerweiterung. Brauchen wir nicht. Irgendjemand wird mich gleich geiseln. Ich sehe schon kommen. Gefahrgutweste. Braucht man das? Ich glaube, ich habe nicht einmal genug. Das wären jetzt 70. Das heißt, ich brauche immer noch eine ganze, ganze Menge. Illyriumskristalle. Ich verkaufe mal ein paar. Das wären 30. 50. Das bestätige ich mal. Dann brauche ich immer noch 7. Irgendwas, was ich mit 7 verkaufen kann? Nein. Einen Illyriumkristall. Machen wir das mal so. Das bestätige ich. Dann werde ich nochmal zurückgehen, die Fusionslanze kaufen. Wahrscheinlich wird mich gleich irgendjemand hassen, weil ich das gerade gemacht habe. Gegenstände herstellen. Waffen. Wo bist du jetzt? Hier. Plasmagewehr. Sofort herstellen. So ist es gut. Jetzt haben wir natürlich sonst auch nichts mehr. Und hier müsste ich den Kontakt wieder erneut herstellen. Kann ich aber nicht, weil ich nicht genügend Info habe. Das heißt erstmal heim. Oder gab es noch irgendwas anderes? Nee, ich glaube nicht. Gab es noch irgendwas anderes? Nö. Ja gut, dann einfach mal an Info kommen. Das Inspirieren ist fertig. Gut. Beherrschung. Her damit. Eine erfolgreiche Beherrschung. Das klingt gut. Das klingt super. Was kann ich da eigentlich verbessern? Bloß eine zweite Zelle. Das interessiert mich gerade nicht so sonderlich. Und hier müssen wir dann Infos. An Infos müssen wir kommen. Halt, stopp. Willkommen, Commander. Informationsbeschaffung. Dafür brauche ich Vorräte. Dann fliegen wir mal nochmal ganz, ganz fix. Da nach oben. Werde ich noch ein bisschen was verkaufen. Ich könnte natürlich die Gefahrgutweste verkaufen. Aber dafür, dann wird mich wirklich jemand hassen. Verkaufe ich mal ein paar Illyrium-Kerne. 2, 3, 4, das wären 20, 23 insgesamt, heißt wir haben jetzt genau 25. Fliegen wieder zurück. Wir könnten natürlich das schneller bauen verwenden, fällt mir gerade auf. Aber nein, ich brauche hier die Informationsbeschaffung. Das brauche ich jetzt unbedingt. Und jetzt werden wir hier schön Info sammeln. Neue Ziele erhalten. Ziele überprüfen. Schauen wir mal. Zerstöre das Alien-Relais. Genau das Ding müssen wir machen. 200 Vorräte. Hier wären Wissenschaftler. Und was bekommen wir hier eigentlich? Einen Ingenieur. Immerhin. Aber das mache ich dann ein andermal, nämlich in der nächsten Folge. Weil wir jetzt auch schon wieder am Ende der Folge sind. In vier Tagen wäre auch hier die Schattenkammer fertig. Was wollte ich eigentlich mit der Info machen? Ich weiß nicht mehr, was ich mit der Info machen wollte. Wow. Achso, ich wollte, stimmt, Kommunikation herstellen. Gut, das war es jetzt aber für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie immer gilt, Grüßli, euer Mr. Kruzi.